Kam der Abgrund übrigens auch schon nach einem Meter, dann war es dann auch egal, dann habe ich ihn dann gesehen. Also jedenfalls habe ich die ganze Zeit nur geflucht. Der Abstieg ist nicht schwierig. Der Fels bildet natürliche Stufen aus. Es hat geregnet, alles war nass. Wenn du in der Wolke stehst, braucht es nicht regnen. Dann ist es automatisch nass. Da hast du gesättigte Luft quasi. Da läufst du durch Wasser, wenn du so willst. Und ja, das war also, es war ein Erlebnis. Ich fand es toll, so rückwirkend. Das ist echt super. Aber ich habe mir gelegentlich überlegt, wenn du jetzt stolperst, willst du dann lieber nach links kippen und 1200 Meter runter in den Gjendesee fallen? Oder willst du lieber nach rechts kippen und bloß 300 Meter runter in den, weiß nicht wie er heißt, See fallen? Oh, nimmt sich jetzt nicht so viel. Ich habe mich dann deshalb entschieden, dass ich tendenziell lieber nach links kippe. Da habe ich mehr vom Flug. Oh, das waren Zeiten. Ja, ansonsten. Weitere Abschnitte in dem Buch sind dann davon abhängig, worum es eigentlich geht. In diesem Fall haben wir hier der Kungsledenwahl des Abschnitts, also quasi nördlicher oder südlicher Kungsleden. Das Buch behandelt beide Abschnitte und dann folgen zu den jeweiligen Abschnitten detaillierte Tourenbeschreibungen. Diese Bücher enthalten auch immer ein paar schöne Fotos. Sie haben immer ein solches Profil, wie der Tag verlaufen wird, weil Kilometerangaben sind schön und gut, aber das kann halt eben täuschen. Ich habe es schon mehrfach erwähnt in anderen Videos, 10 Kilometer können einen umbringen, da ist fix und fertig am Abend, da kann man keinen Schritt mehr weiterlaufen, gibt aber auch Regionen, da kann man 40 Kilometer latschen als Normalsterblicher. Superman oder irgendwelche, manche Leute auch mit YouTube-Kanal, die mögen dann von mir aus auf 50 oder 60 Kilometer laufen. Ich spreche übrigens, wenn ich Kilometer meine, immer von Kartenkilometern auf der offiziellen Wanderkarte. Nicht von Kilometern, die das Smartphone anzeigt. Ich habe das nämlich auch schon ausprobiert und Smartphone-Kilometer und Kartenkilometer, da liegen manchmal Welten dazwischen. Zumal bei den Karten ja wirklich der Weg ordentlich vermessen wird, bei den guten Karten, gerade wenn sie dann noch eine Wegangabe haben. Und bei den Smartphone-Dingens, das ist ja immer nur so eine grobe Schätzung. Dieses GPS-Teil ist nie so ganz genau, wenn das Signal dazwischen drin auch mal weg ist, gerade wenn man in Wäldern unterwegs ist. Dann denkt er mal, oh, jetzt bist du hier lang gelaufen, jetzt bist du da lang gelaufen. Da kommen dann ganz viele Bonusmeter hinzugezaubert aus dem Nirgendwo. Deshalb, da wäre ich immer vorsichtig, wenn man dann sagt, ha, ich bin 80 Kilometer gewandert in 24 Stunden. Ja, und zwischendrin war das Smartphone-Gerät, das GPS-Signal weg und das Ding ist die ganze Zeit im Kreis gelaufen für eine halbe Stunde und das wahrscheinlich mit 30 km/h. Sowas kann da durchaus mal passieren. Ich will jetzt nicht sagen, das ist völliger Unsinn, aber ich gehe immer nach Kartenkilometern, da kann man sicher sein, dass das, also das ist einfach meiner Meinung nach der valideste Wert einfach. Es sind auch ebenfalls in diesen Büchern immer kleine Kartenskizzen drin. Suchen wir mal schnell eine. Sowas hier. Die sind natürlich nicht zur Orientierung im Gelände da, sondern nur so zur groben Planung, wo man denn eigentlich lang möchte und wie weit das dann so ungefähr ist. Diese Kartenskizzen sind auch immer dann noch mit so ein paar kleinen zusätzlichen Infos ausgestattet, gerade eben im Bereich Schutzhütte und so weiter und so fort. Und auch schön ist, dass in diesen Büchern nahezu auch immer unterschieden wird, um was für eine Art von Schutzhütte es sich handelt. Ist es einfach nur ein Dach, wo man sich drunter stellen kann, bis der Regen aufhört? Oder ist es wirklich eine richtig schöne, große Schutzhütte mit einer Feuerstelle in der Mitte, mit Bänken, auf denen man schlafen kann, vielleicht sogar mit einer zweiten Etage, wo man dann auf dem Boden sein Lager aufschlagen kann? Also so eine richtige Übernachtungsschutzhütte. Ja, das wird hier halt unterschieden. Deshalb, diese Bücher sind einfach super. Das hat man ganz oft in der Karte, nämlich auch nicht so gut. Da steht dann höchstens Hütte. Oder, das ist halt ein Nachteil solcher Karten, da sind ganz oft maximal bloß Gebäude eingezeichnet. Und dann kann man halt eben hoffen, und das kann sehr trügerisch sein, dazu muss ich auch gleich noch eine schöne Geschichte erzählen, da kann man dann hoffen, dass es sich bei diesem Gebäude wirklich um irgendwas handelt, wo man sich unterstellen kann. Es kann aber halt auch durchaus sein, dass man damit gar nichts anfangen kann. Wobei ein einzelnes Gebäude, das mitten im Nirgendwo, also so einer hier recht weißen Fläche, rumsteht,
ist immer schon eine Schutzhütte. Das einen anderen Zweck haben die gar nicht. Man kann dann auch oft durchs Fenster reingucken und sieht da drin ein Doppelbett, einen kleinen Ofen in der Ecke stehen, ein Holzvorrat, ein gemütliches Tischlein. Einladend auf dem Tischlein liegt eine Schachtel Streichhölzer, mit der man den Ofen entzünden könnte. Und was ist dann? Die Tür ist zu. Und da darf man sich auch niemals drauf verlassen. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Tipp. Auch wenn im Buch steht, dass diese Hütten begangen werden können und offen sind, oder auf der Karte desgleichen steht, das gibt es auch hin und wieder, dass auf der Karte steht, geöffnet von Juni bis August und man ist in der Zeit da, da darf man sich niemals darauf verlassen, dass das wirklich so ist. Wenn man anfängt, davon auszugehen, und dann ist es nämlich mal nicht so, kann man in massive Schwierigkeiten geraten. Und das ist auch nochmal so was Wichtiges bei der Tourenplanung, was man halt auch immer beachten muss. Ja, und die schöne Anekdote zu dieser einen Hütte, die ich mal auf so einer Karte entdeckt hatte, wo laut Karte es sich um eine Schutzhütte handeln sollte. Und es hat geregnet in Strömen. Ich muss dazu sagen, ich hatte trotzdem wunderbare Laune, weil ich hatte meine schönste Tierbegegnung meines Lebens bisher, so bis in diesem strömenden Regen, wo ich schon Angst gekriegt hatte, ob ich denn noch zu dieser Hütte schaffe und ob ich Angst gekriegt habe, dass mein Zelt diesen Regen überhaupt überlebt. Aber in diesem langsamen, jetzt wird es langsam kritisch vom Wetter her, das sind auch tolle Momente. Das, im Rückwirkend ist das einfach immer super, wenn man sich dann auch sagen kann, ha, hast du aber trotzdem durchgehalten. Also strömenden Regen meint strömenden Regen. Also sowas, wo man, wenn man ohne Regenjacke rausgeht, in 3 Sekunden durchgeweicht ist. So ein Regen meine ich. Und zwar wirklich in 3 Sekunden. Und in dieser Situation musste ich noch über ein Schneefeld, ich war im ganz frühen Sommer in Jotunheim, das sind so die höchsten Berge von Norwegen, also die höchsten Berge von Skandinavien insgesamt, ganz, 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 ganz tolle Region, für den Anfänger vielleicht noch ein bisschen krass, Kungsleden geht zur Not auch für den Anfänger, aber Jotunheim ist schon, das ist schon heftig, gerade wenn das Wetter nicht will und einen umbringen möchte, dann, aber, bin da über ein Schneefeld eben gequert und war erst so 3 Meter auf dem Schneefeld. Wenn ihr euch da schon mal in der Region wart, wisst ihr ungefähr, wie das aussieht. Und dann rennt von rechts nach links tatsächlich ein Fuchs über das Schneefeld. War aber ein auffällig kleiner Fuchs. Und auffälligerweise handelte es sich bei diesem kleinen Fuchs nicht etwa um einen rötlichen Fuchs, sondern um einen auf der Oberseite braunen und auf der Unterseite noch ein kleines bisschen weiß, so beigelich eher, weißen Fuchs, der wirklich richtig, richtig klein gewesen ist. Und das war ein verdammter Eisfuchs. Polarfuchs auch. Die Viecher sind erstens mal selten und zweitens ist das so für mich das Symboltier des Nordens. Noch eher als der Eisbär. Der Eisbär ist schon so prominent, dass jeder Depp den Eisbär toll findet und jeder Depp den Eisbär kennt. Nichts gegen den Eisbär, natürlich sind die faszinierend und das ist auch sehr zu Recht das Symboltier des Klimaschutzes. Der hat ja auch massive Probleme und wird wahrscheinlich... Ja, da fange ich jetzt nicht mit an, aber so in der jetzigen Form, wie er jetzt besteht, als reinrassiger Eisbär, der genetisch sich enorm vom Braunbären, vom nördlichen Braunbären, also dem Grizzlybär, das ist ja auch nur der normale Braunbär, der bei uns in den Alpen zum Beispiel auch vorkommen würde, beziehungsweise es auch tut, stellenweise, und davon einfach die nördliche Ausprägung. Das ist ein Grizzlybär, das ist keine eigene Art. Und der ist unter gewissen Bedingungen manchmal mit einem Eisbär paarbar und dann gibt es so einen Kombibär. Und man kann davon ausgehen, dass der Eisbär, weil er immer weiter nach Süden abrücken muss, sich dann irgendwann als Art verliert, weil er sich mit dem Braunbär, also Grizzly, gerade im Besonderen in Alaska und so weiter und so fort, einfach so sehr verpaart, dass er irgendwann... entweder nur noch Grizzlybären gibt, die irgendwie seltsam sind, weil sie noch größer und stellenweise weiß sind. Wie das dann genau aussehen soll, kann man dann spekulieren. Oder ob es dann halt einfach eine neue Art geben wird. Das ist so ein Kombibär. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass ich diesen Eisfuchs gesehen habe und damit hatte ich Motivation noch für, mindestens 2 Tage und war noch immer wahnsinnig lange begeistert. Der ist kurz stehen geblieben, habe mir kurz angeguckt und weg.
Hat ihm wohl nicht gefallen, was er gesehen hat, aber ich war ziemlich begeistert. Und der war wirklich so nah, ich war aber total perplex. Ich hatte die Kamera in so einer kleinen Bauchtasche, wollte die noch rausnehmen und noch ein Foto machen, das habe ich eigentlich immer gemacht. Deshalb hatte ich die ja in dieser Bauchtasche, damit man halt eben schnell an die Kamera rankommt, kann man ja nicht erst aus dem Rucksack friemeln. Aber ich war so perplex. Hätte auch lange gedauert, weil es hat ja wie gesagt in Strömen geregnet. Da hatte ich noch eine Plastiktüte, bis ich das Ding rausgefriemelt gehabt hätte. Ich habe es also gar nicht erst versucht. Und das war also jetzt quasi dann ein Moment zwischen mir und dem Eisfuchs. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, bin dann weiter zu besagter Hütte und habe von der Ferne, bin dann von oben vom Berg runtergekommen, 300-400 Höhenmeter, und hatte dann einen wunderbaren Blick in dieses Tal, in dem diese Hütte stand. Neblig war es nicht, es hat nur geregnet. Und die sah unglaublich einladend aus, diese Hütte. Und das ist halt genau das, was ich eben beschrieben hatte. Man hat durchs Fenster gucken können und Stockbetten, schönes Tischchen, schönen Ofen in der Ecke, gemütlicher Stuhl. Und was war? Abgeschlossen war. Ja, kann man irgendwo verstehen. Ich war auch noch nicht ganz in der Hauptsaison unterwegs. Und ja, das war dann ein bisschen doof. Ich wollte aber unbedingt aus dem Regen raus, habe dann also versucht, mich unter diesen winzig kleinen Dachgiebel von dieser Hütte zu stellen, hat überhaupt nicht geholfen. Habe überlegt, ob ich unter die Hütte krieche, die stand auf so Steinstelzen, damit sie halt eben bei dem häufig vorkommenden Hochwasser da nicht gleich ganz untergeht. Und habe ich dann aber doch nicht gemacht, habe mich dann noch ein kleines bisschen in der Umgebung umgeguckt, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, irgendeinen Schutz muss es hier geben. Mit dem Erfolg, dass ich dann 3 Stunden, bis es aufgehört hat zu regnen, auf dem Plumpsklo gesessen bin. Das war nämlich offen. War jetzt geruchlich kein so schönes Erlebnis, aber es war trocken. Und ja, als ich dann rausgekommen bin, war meine Jacke dann auch entsprechend am Körper einigermaßen getrocknet. Es war dann auch ganz gut warm in dem Ding. Warum wohl? Und da waren auch noch sogar Mäuschen auf dem Klo. Die sind dann nach 2 Stunden ziemlich zutraulich geworden und dann auch irgendwann angekommen und haben ja geguckt, wer ich denn bin, wer ich denn, was ich will, und waren echt richtig neugierig. Ich hatte überhaupt nichts zu fressen, was ich denen hätte geben können. Und hat es auch kurz regnen, habe ich Zelt aufgebaut und habe dann halt neben der Hütte im Zelt gepennt. Aber das war auch ein ganz, 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 ganz toller Abend. Habe dann noch eine Wacholderdrossel im Wacholder gefunden. Macht irgendwie Sinn. Eine Junge, die ist da immer wieder hingeflogen. Also die Mutter oder der Vater. Es war nur die Mutter. Den Vater habe ich nicht gesehen. Sollte der irgendwie, war die alleinerziehend oder sowas. Jedenfalls immer mal wieder an der gleichen Stelle ins Gebüsch, und ich habe mich dann irgendwann, als er mal weg war, halt auch mal hingeschlichen und habe ein ganz schönes Foto von besagter Wacholder von Drossel auch machen können, der Jungen eben. Die hat auch gedacht, ich bin die Mama, als ich ankam, Schnabel auf, piep, 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 piep. Hatte auch da nichts Geeignetes zu fressen. So, jetzt habe ich einen Haufen dumme Geschichten zum Drumherum erzählt. Wesentlicher Tipp ist mit dem gelben Buch eigentlich schon gegeben. Da findet man eben auch drin Etappeneinteilungen, dass er wirklich genau sagt, von Dingsbums zu Dingsbums sind es so und so viele Etappen. Oft machen die Autoren auch Hinweise dazu, dass man das Ding eventuell abkürzen kann, dass man es eventuell an 2 Tagen laufen kann, weil es zwischendrin noch eine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Und in 90% der Fälle sind diese Bücher darauf ausgelegt, dass man von Hütte zu Hütte wandert. Weil die Option gibt es ja auch, gerade auch am Kungsleden. Für mich ist es nicht mal im Ansatz eine Option, und deshalb tue ich mal so, als gäbe es diese Option gar nicht. Aber im Prinzip kann man auch von Hütte zu Hütte laufen, mit einem leichten Hüttenschlafsack, ohne ein Zelt. Und das Ganze mit erheblich weniger Gepäck und erheblich mehr Übernachtungskomfort und weniger Angst ums eigene Leben, dass einem das Zelt des Nachts vom Sturm zerrissen wird. Kann man auch machen. Aber na, das ist nicht mal ansatzweise so schön wie mit im Sturm zerrissenen fast Zelt. Wenn es doch zerreißt, ist ein bisschen blöd. Trotzdem sollte man wissen, wo diese Hütten sind, damit man eine Notfall-Ausweichoption hat. Nochmal ein Grund, dieses Buch sehr empfehlen zu wollen. Und da ist es dann halt eben auch
wichtig auf der Karte, generell zu wissen, wo Gebäude sind, dass man diese Gebäude als Notoption im Hinterkopf hält. Ich markiere die mir dann auch immer, das habe ich hier noch nicht gemacht, aber markiere mir die auch immer noch mal ordentlich farbig, damit ich auch im Delirium immer noch in der Lage bin, einigermaßen festzustellen, da war doch noch eine Hütte. Weil, wenn es absolute Notsituation ist und die Kacke am Dampfen, dann kann man da schlimmstenfalls halt auch einbrechen. Bevor man dann stirbt, ist das legitim, muss man natürlich trotzdem sämtlichen Schaden bezahlen und das könnte durchaus ein teures Vergnügen werden und selbstverständlich hinterlässt man dann da seine Adresse bzw. erkundigt sich, wenn man wieder zurück in der Zivilisation ist, wem denn die Hütte gehört hat und zahlt dann seine Schulden, in Anführungszeichen. Aber schlimmstenfalls wäre das halt auch eine Option. Wenn man die Tür partout nicht aufbekommt, weil die sehr, sehr, sehr gut gesichert ist, dann bleibt noch die Option mit dem Fenster einschlagen und so weiter und so fort. Früher war in Skandinavien eigentlich fast jede Hütte immer offen und man ist davon ausgegangen, dass sich da jeder benimmt. Aber da das Land jetzt leider, die Länder, doch ziemlich überlaufen sind, ist es nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass man unverschlossene Hütten auffindet. Trotzdem, da gibt es zum Beispiel den Brauch, wenn man nicht zu Hause ist, mitten im Nirgendwo wohlgemerkt, also jetzt nicht in Oslo oder Stockholm, aber mitten im Nirgendwo gibt es den Brauch, wenn man nicht zu Hause ist, dann stellt man einen Besen in die Tür. So quer, dass der halt die Tür verdeckt. Das heißt, man ist nicht da. Abschließen tut man nicht. Es gibt teilweise sogar, und die gibt es wirklich immer noch, ich habe auch schon solche Hütchen gesehen, durfte da auch mal einen Abend zu Gast sein, bin dann wieder abgehauen in mein Zelt. Teilweise haben die nicht mal ein Schloss. Also man kann die Tür gar nicht abschließen. Gut, vielleicht mit einem Vorhängeschloss oder irgendwelchen solchen Methoden, aber ach, Skandinavien. Und das ist relativ wurscht, ob man in Norwegen oder in Schweden ist. Also diese Sache haben sie beide gemeinsam. Diese, die Kriminalität gibt es da eigentlich nicht. Immer noch nicht. Je weiter man nach Norden kommt, beziehungsweise je weiter abseits von irgendwelchen Siedlungen man ist, desto eher braucht man sich da keine Gedanken machen. Man kann auch sein Zelt irgendwo als Farbfleck in einer sonst grünen Umgebung, wenn es jetzt beispielsweise ein rotes Zelt wäre, problemlos stehen lassen, wo auch wertvolle Ausrüstung drin ist, eine wertvolle Kamera oder sonst was und auf eine kleine Abstechertour gehen, irgendwie auf den nächsten Berg kraxeln. Von mir auch einen Tag später erst wiederkommen. Es ist absolut sicher, 100% sicher, dass das Zelt noch genau da steht und keiner mehr Sau auf die Idee gekommen ist, sich da irgendwas rauszuholen. Das ist noch nie vorgekommen. Also das gibt's einfach nicht. Also man muss da mit diesem Grundvertrauen einfach an die Sache rangehen, weil das gibt's nicht. Keiner würde da auf die Idee kommen, sowas zu machen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass diejenigen, die da oben unterwegs sind, dass da nur so Leute unterwegs sind, die sowas niemals machen würden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Irgend so ein Zivilisationsvollpfosten, ich will jetzt nicht über solche Leute reden, aber die gibt's da oben einfach nicht. Die würden da nicht hingehen. Die gehen nach Mallorca oder Ballermann und so ein Schrott. Aber niemals mitten ins Nirgendwo, wo man auch nur hinkommt zu Fuß, 5 Tage wandern. Und anders geht das gar nicht, da hinzukommen, da gibt es keine Straßen. Ja, so eine Region, da möchte ich hin. Und besorgt euch ein gelbes Buch, besorgt euch die dort aufgeführten Kartenmaterialien. Ansonsten kann man natürlich auch über das Verzeichnis der landesweiten Landkarten selber rausfinden, für welche Region, in der man unterwegs sein möchte, man die Karte braucht. Das erkläre ich jetzt auch nochmal schnell. Falls ihr irgendwo rumlaufen wollt, die Option gibt es ja auch noch, gar keinen Wanderweg groß machen, sondern einfach nur mitten durch die Pampa latschen, sollte man dann aber nur als 2-Personen-Gruppe maximal machen, weil wenn man mehrfach auf die gleiche Stelle tritt, in einer so wahnsinnig empfindlichen Vegetation wie dem Fjell, dann hat man schon einen Trampelfahrt. Also bei 4 Leute, die hintereinander herlatschen im Gänsemarsch, das gibt schon einen Weg. Das reicht, wenn die einmal da lang gelaufen sind, das kann wirklich schon fast einen Weg geben.
wenn es ganz dumm läuft. Nicht immer, aber das sind schon Schäden, das sollte man sein lassen. Deshalb nach Möglichkeit auch auf dem Weg bleiben. Niemand bleibt die ganze Zeit auf dem Weg, ich auch nicht. Dafür ist die Landschaft einfach zu schön und es ist einfach zu verlockend und ein Teil der Faszination, dass man alles, was man sieht, da auch hinlaufen kann. Man kann durchlaufen, wo man möchte. Es gibt überhaupt vielleicht winzige Stückchen von Nationalparken, die ein Betretungsverbot haben. Also ein Wegegebot, wo man auf dem Weg bleiben muss. Aber wirklich nur winzige Stückchen. Man darf fast immer überall hinlaufen. Man darf nicht überall Feuer machen. Das denken immer alle. Das darf man nicht. Man darf an vielen Orten Feuer machen, aber gerade da, wo man als Urlauber unterwegs ist, darf man auch oft kein Feuer machen. Ein Kocher verwenden schon, ein Lagerfeuer nicht. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Ihr seht, dass diese Karte eben ein Teil ist von diesen Fjällkartans. Und diese Fjällkartans, die sind auch wirklich empfehlenswert, decken gerade im Maßstab 1 zu 100.000 nahezu ganz Schweden bzw. ganz Norwegen ab. Im Fall der Fjällkartans ist es eigentlich nur, das kann man hier sehen, so ein Streifen, eben das Fjäll. Und je nachdem, wo man da halt hin möchte, kann man sich hier entsprechend angucken, welches Quadrat die da abgebildet haben. Und da steht eine entsprechende Nummer und diese Nummer findet man dann, wenn man sie googelt, bei zum Beispiel der Geobuchhandlung in Kiel als Karte bestellbar. Das möchte ich auch nochmal sehr empfehlen. Könnt ihr auch einfach mal googeln, Karte XY, Geobuchhandlung Kiel. Und da kriegt ihr dann auch wirklich zu ordentlichen Preisen jede erdenkliche Karte und anders als bei Amazon, das ist mir nämlich auch schon passiert, kriegt man dann auch die Karte, die man haben möchte. Teilweise ist das nämlich nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, welche Karte das jetzt genau ist auf Amazon. Da steht dann auf dem Bild der Karte was anderes als in der Produktbeschreibung und überhaupt die Produktbeschreibung, was da also dann drunter steht, was das jetzt für ein Produkt ist, da steht dann höchstens Karte. Oder das Ganze ist auf Schwedisch oder auf in was weiß ich was für einer anderen interessanten Sprache. Ist auch mal so ein bisschen diffizil. Bei besagter Geobuchhandlung Kiel kriegt man immer das, was man haben möchte. Die kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich kaufe da auch sämtliche meiner Karten eigentlich nur da. So, und jetzt ist das Problem oft, wenn man eben keine spezielle Wanderkarte hat, sondern nur eine normale topografische, dass hier der Weg, den man eigentlich laufen möchte, nicht separat eingezeichnet ist. Der ist schon als Weg verzeichnet, aber da steht nicht Kungsleden dran oder Westweg oder West Highland Way oder sonst was, sondern es ist einfach halt bloß irgendeine Linie auf dieser Karte und dann sollte man sich immer nochmal in der Vorbereitung seinen Weg entsprechend einzeichnen in die Karte und ich mache mir auch noch da immer so Pünktchen, wo ich einen guten Rastplatz vermute. Ich habe jetzt langsam keine Lust mehr, großartig was zu erzählen, aber jetzt gucken wir uns doch nochmal die Karte ein bisschen im Detail an und vermuten mal ein bisschen, wo denn ein guter Rastplatz sein könnte. Das möchte ich jetzt einfach nochmal ein bisschen zeigen. Ja, also das gerade war wirklich die Staatsgrenze, also Schweden-Norwegen die Grenze. Das macht dann auch immer besonders viel Spaß bei der Kartenarbeit, wenn man dann feststellt, oh, da ist was, das muss ich mir unbedingt noch angucken, das sieht super interessant aus. Da könnte ich dann noch einen kleinen Abstecher einbauen. Das mache ich immer besonders gerne, so Abstecherplanung, zeichne mir das dann auch in die Karte ein, dass man dann also auch genau weiß, oh, jetzt dahin und dann dorthin und so weiter und so fort. Und was für Möglichkeiten hat man denn da alles? Es ist auch angemessen für jeweils mindestens 3 bis 4 Tage des Wanderns. Also ich gucke immer, dass ich so 3, ja, je nachdem wie die Region aussieht, jeden 3. bis 4. Tag plane ich einen Ruhetag ein. Ob ich den dann wirklich mache oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest, dass ich eigentlich vorhatte und mir selber auch mich zwinge quasi auch mal einen Tag Pause zu machen und mich dort auch noch mal ein bisschen umzugucken, dann im Detail im Gelände. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Auch mal ein bisschen nach Pflänzchen schauen, mal schauen, ob man nicht eventuell irgendwie sich mit einem Mornell-Regenpfeifer oder einem Goldregenpfeifer anfreunden kann. Und ja, da gibt es so diverse tolle Möglichkeiten, was man im Fjell so alles machen kann. Man kann auch, in Schottland habe ich immer versucht, Haggisse zu fangen. Habe ich euch von Haggissen mal erzählt? Das ist ein eigenes Video. Und ja,
Weil das macht einfach wahnsinnig Spaß an der Karte, sich dann sowas zu überlegen. Und dann geht es da lang und dann geht es dort lang. Nochmal eine kleine Ergänzung zu den Entfernungsangaben eben. Man muss das selbstverständlich auf so einer Karte alles selber berechnen. Da steht ja jetzt nicht drauf, wie weit von Punkt A nach Punkt B ist, sondern das muss man schon so selber einigermaßen abschätzen. Das geht gut mit diesen Kästchen. Es gibt auch so Kartenentfernungsmesser, so kleine Rädchen, mit denen man dann die Karte entlang fährt. Und die sagen einem dann, das waren jetzt 3 Zentimeter. Und das sind dann logischerweise nach dem Maßstab entsprechend umgerechnet 750 Meter zum Beispiel. Und ja, solche Spielereien gibt's, benutze ich jetzt selber nicht so gerne, aber ja, kann man machen. Man muss beachten, ein recht flott unterwegs Trecker mit eben kompletter Ausrüstung, alles im Rucksack, macht so 3 km/h, wenn es gut läuft, in so einer Landschaft. Es können auch stückchenweise dann auch mal 2 km/h sein. Da darf man sich immer noch nicht beschweren, wenn man damit nur vorwärts kommt. Wenn man am Ende vom Tag 10 Stunden gelaufen ist und wirklich 20 Kilometer geschafft hat, ist das eine solide Leistung, für die sich niemand zu schämen braucht. Und ja, deswegen klein anfangen. Wichtig für die Etappeneinplanung halt eben, dass man auch immer die Höhenlinien ungefähr im Auge behält. Berg runter kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Und gerade im nicht grünen Gelände, der Weg läuft ja überwiegend durchs nicht grüne Gelände, kann es auch immer mal sein, das ist nicht in der Karte eingezeichnet, dass man durch die Moräne muss. Also so eine richtige Gröllhalde, die vom Gletscher dahin gelegt worden ist. Und das macht überhaupt keinen Spaß und da kommt man überhaupt nicht vorwärts. Da ist pro Stunde ein 1/2 Kilometer teilweise bloß drin. Mit den ganz, 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 ganz krassen Gegenden. Und immer auch an den Rucksack denken. Also wenn man jetzt denkt, ha was, ich springe da drüber, dann nicht mehr, wenn man auch an dem Tag schon 8 Stunden unterwegs war und das Teil kommt kurz vor Schluss. Und selten kann man in sowas natürlich auch nirgendwo. Die können wirklich Kilometer große Ausmaße haben, also in alle Richtungen ein Kilometer und da muss man dann halt dann irgendwie durch. Ja, das soll es jetzt fürs erste Mal gewesen sein. Wenn mir wieder mal irgendwas einfällt zur Tourenplanung, beziehungsweise wenn es konkreter wird und ich meine Tagesetappen so ein bisschen abgesteckt habe, das sind jetzt nur die groben Vorüberlegungen gewesen, dann nerve ich euch damit wieder. Und insoweit das jetzt das Wochenendvideo mit 0 Produktionsaufwand. Spiegelverkehrt bedingt, sieht man nicht, wenn ich den anderen Arm hochhebe. Ha, tschüss.